Airbus hatte heute den Jungfernflug des Airbus A321 XLR. Wir waren für euch in Finkenwerder live dabei. Des Weiteren Lufthanseaten und Lufthanseatinnen, die bei der Swiss aushelfen im Sommer, tragen Lufthansa-Uniformen. Und des Weiteren in der Schweiz gab es wohl einen Systemausfall bei den Schweizern, bei der Skyguide. Und da gab es dann Flugstopp erstmal in der Schweiz heute Morgen. Mein Name ist Lars und ich bin hier für euch, mehr Meilen, mehr Punkte und vor allem auch mehr Status zu bringen. Heute sind wir im Bereich der Aviation News unterwegs, fast exklusiv. Insofern fangen wir auch mit dem ersten Thema an, aber erst, wenn ihr den Kanal abonniert habt, die Glocke angemacht habt, kommentiert habt, Like dagelassen habt. Ihr kennt das Spiel ja schon. Heute Morgen Finkenwerder, 11 Uhr, fast genau um 11.05 Uhr, hob der erste A321 XLR ab. Und zwar XLR steht für Extended Long Range. Den kleinen XLR, oder beziehungsweise den LR, das ist die kleine Schwester, so heißt es ja richtig, ist ja nicht der Airbus, sondern die Airbus-Schwester dann. Der fliegt ja schon und hat einige Modifikationen hinter sich und damit ist es dann ein XLR. Warum ist es spannend? Ganz einfach deshalb, weil viele Komponenten einfach geändert werden mussten. Das Hauptänderungsmerkmal ist, und das sieht man leider aber nicht von außen, ist der Rear Center Tank, also der RCT. Dieser RCT ist ein fest installierter Tank, der wesentlich mehr Kerosin fassen kann, damit das Flugzeug sagenhafte 4700 nautische Meilen, und wir haben heute auch gelernt, dass diese 4700 nautische Meilen realistisch sind, aber man möchte sich erst darauf einlassen oder das bestätigen, wenn man das auch wirklich einmal geschafft hat. Und diese 4700 Meilen sind bummelig irgendwo 8000 und etwas Kilometer oder 11 Stunden Flugzeit, die man machen kann. Der Testflug heute war mit einer 5-köpfigen Crew gestartet. Man ist da erstmal dann Richtung Norden geflogen, hat auf 100, wirklich 100 ein bisschen getestet, geguckt und ist dann weiter gestiegen. Wichtig bei dem Flugzeug einfach, was ich spannend finde, ist die Registriernummer. Wenn man sich die anguckt, das ist die französische. Warum? Whisky X-Ray Lima Romeo. Long Range, aber da hat man leider keinen, man hat da leider dann nicht irgendwie was anderes gemacht. Aber XLR ist zumindest drin. Ich hätte vielleicht an 23 XLR schon, aber die Kennungen werden halt so nicht gemacht. Des Weiteren ist es so, dass das Flugzeug mit der Seriennummer dann 11.000 ausgestattet ist, was einfach auch eine schöne runde Nummer ist. Damit ist man gestartet. Es hat wesentliche Neuerungen. Den Rear Center Tank habe ich ja schon erwähnt. Dann sind es die Fahrwerke, die sind verstärkt worden. Warum? Weil der Rear Center Tank liegt hinter den Fahrwerken und die Maximum Takeoff Weight, also das Hauptgewicht des Flugzeuges, das Gewicht, wie es starten darf, sind 101 Tonnen. Im Gegensatz zu den anderen, das sind 4 Tonnen mehr als bei der LR. Das sind also dann da 97 Tonnen. Und was auch spannend ist, was man da geändert hat, ist auch hinten das Ruder. Das ist ein elektronisches E-Rudder. Und da gab es dann auch einige Fragen von den Journalisten, aber lasst uns einfach mal die Bilder weiter genießen, die ich da unkommentiert einen Moment im Hintergrund laufen lasse. Légèrement, vas-y, continue. C'est beau, ça va. Allez, attention, quand tu veux. Et on va repasser. Attends, on va se mettre en position
pour le break. Okay. Allez, si vous voulez. Das, was am meisten ausprobiert worden ist, ist natürlich, ob das Flugzeug fliegt. Und die Journalisten haben sich auch gefragt, weil es da gerade Ausrichtung Boeing so sagt. Man, und ich hatte es auch teilweise schon berichtet, dass Boeing gesagt hat, der Rear Center Tank ist ein Problem. Und bei Airbus hat man einfach gesagt, nee, wir haben alles im Griff. Das ist alles nach Plan, das ist alles tipptopp. Und wir wissen jetzt noch gar nicht, wie wir das am Ende machen, weil wir sind erst bei 60% des Programms. Und diese 60% des Programms lassen natürlich 40% offen, was da passiert. Aber man sagte auch, dass man mit Kevlar-Matten, mit Aluminiumverstärkung und so weiter und so fort absolute Erfahrungen hat und das dann in Zusammenarbeit mit der EASA, also der Europäischen Zulassungsbehörde, dann einfach angeht. Und in 2024 soll das Flugzeug dann an den Erstkunden ausgeliefert werden. Spannende Geschichte. Ich selber bin jetzt ein bisschen mehr positiv eingestellt gegenüber der Maschine mit der Langstrecke, weil man da auch einige Sachen mit dem Drucksystem geändert hat. Also das heißt, dass man da auch angenehmer reisen kann. Bin mal gespannt, wie es wird. 11 Stunden finde ich vielleicht schon ein bisschen hart in der 321 XLR. Zumindest in Economy kann ich mir das hart vorstellen. Aber lasst uns da einfach mal kontrollieren, was da passiert. Aber man muss halt einfach gucken, dass dieses Flugzeug wirklich 20% mehr Tankvolumen hat als solche ACTs. Also das sind diese Container Additional Tank, ACTR. Additional Container Tank, so ist es richtig, da habe ich doch fast wieder vergessen, das Wort. Die können rein und raus montiert werden über Nacht, aber dieser Rear Center Tank ist halt frisch fest verbaut, weil man auch andere Zwischenräume und Hohlräume benutzt, deshalb 20% mehr Sprit und mit den spritsparenden Triebwerken ausgestattet. Also kommentiert unten, ob ihr das Flugzeug toll findet, was ihr davon haltet. Die Bilder auf jeden Fall sind in meinen Augen phänomenal. Lufthanseaten helfen ja in der Schweiz aus, hatten wir ja auch berichtet, dass ungefähr 70 Lufthanseaten und Lufthanseatinnen den Swiss-Kolleginnen und Kollegen helfen. Und jetzt ist auch raus, dass sie in der Uniform der Lufthansa fliegen. Sie werden an Bord der 320er, der 21er, aber auch der 330er und der 340er der Schweizer fliegen. 777 hat die Lufthansa ja selber in der Form nicht, deshalb haben die keine Zertifizierung dafür. Da werden sie nicht anzutreffen sein. Aber für den temporären Einsatz hat man darauf verzichtet, sie in einen Swiss-Uniform zu stecken. Aus mehreren Gründen. Einmal meinte man, das wäre zu teuer, das wäre logistisch zu aufwendig. Also der ganze normale Wahnsinn, den man ja kennt. Und deshalb fliegt man da in der Uniform. 2008 gab es das ja auch schon mal, dass Lufthansa hat geflogen. Ich erinnere mich auch, dass Austrian Airlines Crews mal irgendwo waren. Auch zumindest beim Check-in in Berlin. Tegel hatte ich auch ein Check-in mit Austrian Airlines Uniformierten gehabt, die aus Wien kamen. Mich persönlich stört es nicht, ist ja Lufthansa-Gruppe. Was ist eure Meinung dazu? Ist das etwas, wo ihr sagt, nee, ja, sie müssen schon auf Swiss getrimmt werden? Warum? Ganz einfach, weil sie natürlich für die Swiss arbeiten. Auf der anderen Seite, hey, es sind Aushilfen auf 9 Monate und da lohnt sich das vielleicht auch nicht, die einzukleiden und umzukleiden für die 70 Leute. Also insofern, Umweltschutzgründe vielleicht kann man noch anbringen, dass das sustainable ist. Ich weiß es nicht. Aber kommentiert unten, was ihr davon haltet. SkyGuide hatte eine technische Panne. Man hatte in einem Serversystem ein Problem und dieses Problem hat den Flugverkehr lahmgelegt. Diese technische Störung hat also wirklich auch den kompletten Luftraum heute am 15. Juni platt gemacht. Gott sei Dank war es nicht in Hamburg, sonst hätte ja der Start in Finkenwerder nicht stattfinden können. Davon betroffen waren natürlich auch Flughäfen wie Zürich und Genf. Auch Basel hat so ein bisschen Malesche natürlich damit, auch wenn man das über den Schweizer, nicht über den Schweizer, sondern über den französischen Luftraum hätte abwickeln können. Also insofern ist das aber jetzt wieder behoben. Man hat einfach die Flugzeuge, die in Zürich landen wollten, sind dann umgeleitet worden nach Frankfurt, München oder Wien zum Beispiel.
und haben dann irgendwann den Flug weitergemacht. Auch aus Shanghai, die Maschine von Swiss ist in Wien gelandet. Zwei von der United landeten, also das war Chicago und New York, die sind da auch in Frankfurt gelandet. In Genf, die 767, ist sogar nach Paris gegangen. Also hier ist dann Gott sei Dank nichts passiert, außer dass da halt nichts lief. Man hat das System dann wieder schrittweise hochgefahren. Es war aber kein Cyberangriff oder sonst was, sondern man sagt, dass es ein Hardware-Defekt war. Können wir glauben, müssen wir glauben, ist auch wahrscheinlich so. Wenn ihr noch andere Kommentare habt oder wenn ihr eine Meinung dazu habt, zu Sky Guide oder zur Lufthansa in eigener Uniform bei der Swiss oder vielleicht zur 23XLR, was ein phänomenales Flugzeug ist. Und ihr seht ja, wie nah wir daran standen, wie es an uns vorbeigerauscht ist zum Start. Kommentiert unten, lasst uns ein Like da und vor allem ganz, ganz wichtig, abonnieren, Glocke an. Danke. Also, bis morgen wieder bei Frequent Traveler TV. Take off.